Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Ja, weiter geht's in der Barclays Premier League. Der Spieltag Nummer 4 steht an. Heute müssen wir gegen Swansea City und heute könnten wir endlich mal ein bisschen nach oben kommen. Nachdem wir beim letzten Mal unseren ersten Saisonsieg gefeiert haben, hätten wir heute tatsächlich die Chance, bei einem Sieg unserer Seite in die obere Tabellenhälfte zu springen. Aber gegen Swansea City wird sich einfach, die sind einen Platz vor uns punktgleich. Und ja, vorne der FC Chelsea marschiert ganz schön vorne weg. 12 Punkte von 12 möglichen bis jetzt. Gute Leistung bis jetzt von Chelsea, aber wir werden versuchen dran zu kommen. Und jetzt geht's los. Swansea City gegen Manchester United. Los geht's. This is the Liberty Stadium und damit herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Barclays Premier League. Heute empfängt Swansea City Manchester United. Ja, Stadion ist komplett ausverkauft. Tolle Stimmung. Und natürlich die mitgereisten Fans von Manchester United hoffen natürlich auf den nächsten Sieg ihrer Mannschaft. Sie können damit ganz weit nach oben kommen in der Tabelle. Allerdings Swansea City wird heute einen guten Gegner geben wollen und werden natürlich auf ihrer Seite auch einen Sieg einfahren wollen. Aber es wird eine spannende Begegnung heute werden. So, beide Teams stellen sich auf. Wir sehen schon Wayne Rooney heute von Anfang an mit dabei. Martial dafür nur auf der Bank, aber das sieht man jetzt dann gleich an der Aufstellung. Rooney auch mit der Kapitänsbinde. Hier zeigt mir die Aufstellung von Swansea City. Vorne Paloschi mit Fair, Montero, Ayew, Cork. Taylor ist mit dabei im Torhammer Nordfeld. Auf der Bank Fabianski. Wundert mich, dass er nur auf der Bank sitzt. Normal ist er die gesetzte Nummer 1, aber heute nur auf der Bank. Und hier sehen wir jetzt die Aufstellung der Red Devils. Im Tor der Gea, Damian, Smalling, Manolas und Shaw in der Abwehr. Schneiderlin, Herrera, Mata, Depay und Isco im Mittelfeld. Und vorne Wayne Rooney. Ja, auf der Bank. Heute natürlich auch Starbesetzung mit Martial, mit Alex Teixeira und so weiter. Und hier der Kapitän, Wayne Rooney mit Isco. Die beiden stehen am Anstoßpunkt bereit und damit kann es jetzt also losgehen. Manchester United bekommt den Anstoß. Der Gea ist bereit. Er muss heute wieder einiges halten, davon gehen wir aus. Und jetzt geht's also los. Manu stößt an. So, Spiel läuft. Manchester am Ball. Und dann sind wir mal gespannt, welche Taktik heute beide Mannschaften fahren werden. Klar, Manchester United will unbedingt gewinnen. Sie wollen weiter nach vorne kommen. Und Swansea City wird vielleicht heute defensiv spielen. Das werden wir jetzt die nächsten Minuten bestimmt rausfinden. Luke Shaw auf jeden Fall schon mal am Ball. Und da ist Morgan Schneiderlin. Weiter geht's zu Matteo Darmian. Darmian sieht außen Juan Mata. Fahne bleibt unten, kein Abseits. Dann geht der Ball nochmal zurück zu Matteo Darmian. Er bringt den Ball weiter zu Herrera. Herrera im 16er mit ersten kleinen Chance. Aber Nordfeld im Tor von Swansea City vom Gastgeber. Ohne Probleme fängt diesen Ball super. Und bringt den Ball schnell in die gegnerische Hälfte. Aber dann der Ballverlust. Und Manchester United wieder am Ball. Über Memphis Depay. So, und dann liegt jemand angeschlagen in der Mitte. Das sieht nach Morgan Schneiderlin aus. Morgan Schneiderlin hält sich den Arm. Ist da wahrscheinlich ein bisschen blöd aufgekommen. Muss erstmal raus, wird da erstmal behandelt. Er trabt jetzt ganz langsam vom Spielfeld. Das sieht auch sehr skurril aus. So, auf jeden Fall Manchester United ist momentan nur zu 10 auf dem Platz. Und das wäre natürlich ein richtig bitterer Start in dieses Spiel für die Red Devils. So, da ist Ander Herrera. Unten ist Luke Shaw, gut gesehen, aber Swansea City steht bis jetzt hin noch sehr souverän. So, es ist ein riskanter Ball, kommt aber an und Matteo Darmian bekommt die Kugel nochmal weiter zu Juan Mata. Nächste Chance jetzt vielleicht für Manchester United über Juan Mata. Mata, weiter geht's in die Mitte, da ist Ander Herrera, da holt sie den Ball und dann sagt der Schiri, das ist ein Foulspiel von Ander Herrera. So, und hier sehen wir, oh, wo ist denn Coutinho? Coutinho ist zu Paris Saint-Germain. Das ist auch wieder ein Wechsel, das ist auch sehr skurril, das kann auch nur FIFA. Und ja, wir sehen es, Morgan Schneiderlin muss immer noch behandelt werden, er sitzt immer noch draußen. Hoffentlich kann er weitermachen. Es wäre wirklich bitter für ihn und er ist wieder auf dem Platz und er wird mit Applaus von den eigenen Fans empfangen. Morgan Schneiderlin ist zurück, Manchester United damit wieder mit 11 Mann auf dem Platz. Die Frage ist nur, kann Schneiderlin jetzt über die 90 Minuten gehen? Er ist immer noch angeschlagen, klar, aber er gibt alles und er holt sie mal. So, jetzt Morgan Schneiderlin. Außen geht Memphis Depay mit und den bringt jetzt auch ins Spiel. Memphis Depay zieht einmal kurz zurück, liegt vor, die Chance ist schön gemacht, wunderschönes Ding und Manchester United führt.
Isco, 17. Minute, Manchester United führt 1:0. Memphis Depay mit dem Auge und Isco mit aller Bravour ins Tor. Mit der Hacke. Oder sehen wir es vielleicht ein bisschen genauer. Ein Traumtor, na nicht ganz mit der Hacke. Aber ein schönes Tor von Isco. Der Neuzugang aus Madrid für 58 Millionen Euro gekommen. Bringt Manchester United in der 17. Minute gegen Swansea City bravourös in Führung. Klasse Auftakt hier für Manchester United. 17. Minute, Isco, der Neuzugang mit der Führung für die Gäste. Klasse gemacht, Memphis Depay hat das Auge. Ist nicht eigensinnig und Isco macht das bravourös. Aber jetzt aufpassen. Swansea City lässt sich von diesem Rückstand nicht beirren. Spielt nach vorne. Erste Flanke in die Mitte. David De Gea ist da. Und bringt Memphis Depay auf den Weg nach vorne. So, da ist Ander Herrera. Da ist der Torschütze Isco. Bringt den Ball zu Morgan Schnellen, der immer noch angeschlagen ist. Aber er spielt weiter. So, da ist Huamata. Huamata. Weiter geht's zu Wayne Rooney. Rooney sieht außen. Isco. Nächste Chance für Isco. Isco mit dem Torabschluss bringt ihn nicht aufs Tor. Und dann kann sich Swansea City erst wieder aus höchster Not da befreien. Also Manchester United schafft also den zweiten Saisontreffer aus eigener Kraft. In 4 Spielen ist das zwar immer nur Mangelware, aber wie gesagt, in den ersten 2 Spielen haben wir kein einziges Tor erzielt aus eigener Kraft. Und deswegen ist das schon ordentlicher. So, und jetzt aufpassen. Swansea City kommt über Ayew. Weiter geht's zu Fair. Schön gespielt, da ist Rangel. Er geht zu Fair, der sieht wieder außen seinen Kollegen. Jetzt muss die Flanke kommen. Spiel nochmal. Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt spielt er ganz weit zurück. Und jetzt kommt Swansea City auf ein neues. Wieder über Rangel. Rangel mit viel Platz im 16er. Oh, dem darf Manchester United dann nicht so außer Acht lassen. David De Gea mit einer Glanzparade in dieser Aktion. Der Ball fliegt aufs Tor. Klasse pariert. Erster Eckball für Swansea City gibt's. So, der kommt zentral rein, wird aber erstmal geklärt. Der Ball und jetzt Taylor. Wieder und dann schön! Und eine riesen Chance. Ich glaube, das war Paloschi. Nee, oder Fernandes. Fernandes war es. Fernandes mit einer riesen Chance für Swansea City. Und den muss er machen. Den muss er machen. Da kann er sagen, was er will. Den muss er machen. Der steht komplett frei im 16er. Und jetzt kommt Manchester United über Isco. Wayne Rooney startet das schöne Ball zu Wayne Rooney. Rooney im 16. Wayne Rooney, Rooney. Rooney wird von den Beinen geholt, aber der Ball wurde gespielt. Und es gibt zumindest Eckball. Und hier nochmal der Torschütze zum 1:0 mit seinem Tor. Nimmt den Ball da schön mit. Und verwandelt direkt. So, Ecke jetzt also für Manchester United. Da ist Huamata wieder und der Sieder, der sucht der Ander Herrera. Der legt vor für Memphis Depay. Und dann kommt Chris Smalling! Chris Smalling, der Innenverteidiger, ist auf einmal frei im 16er. Dann dreht er sich, aber bekommt den Ball nicht aufs Tor. Gute Chance für Manchester United nach diesem Eckball. Bleibt aber weiterhin hier beim 1:0 für die Gäste. So, weiter bei nach vorne. Und Swansea City baut jetzt erstmal den Angriff konzentriert auf über Montero. Weiter geht's zu Taylor. Der mit dem Pass nach vorne schön weitergeleitet, aber Chris Smalling ist schon längst wieder mit nach hinten geeilt. Schnappt sie diesen Ball. Und Manchester United mit dem nächsten Angriff für Memphis Depay. Depay gegen Ayew. Depay setzt sie durch, bringt den Ball nach vorne, aber Wayne Rooney, der was bis jetzt heute wieder ein bisschen rausfällt. Wayne Rooney, wenig Bälle bekommt er. Und wenn er den Ball hat, dann versucht er zwar sein Bestes zu geben, aber es gelingt ihm bis jetzt noch nicht heute zu glänzen. Hat heute auch wieder ein sehr schweres Spiel vor sich. So, hier der Ballgewinner, aber dann sagt die Schiri, da war ein Foulspiel. Und deswegen Einwurf, Freistoß für Swansea City. So, 40 Minuten rum. Dann will der lange Ball in Richtung des 16ers von Manchester United, aber der wird abgefangen. Jetzt kommt Isco. Isco und da sieht er Wayne Rooney, aber der Ball ist zu weit, der Ball ist zu weit. Ach, schade. Wayne Rooney, der wäre einmal dann durch gewesen. Aber dann ist der Torwart Nordfeld auf dem Posten und fängt diesen Ball souverän ab. So, jetzt mit der Ball nach vorne. Und Chris Smalling. Chris Smalling macht heute auch ein gutes Spiel. Gewinnt fast alle Zweikämpfe. Und jetzt, jetzt kommt ein Pass zu Herrera. Leider nicht an. So, die erste Halbzeit neigt sich langsam an die Manchester United. Führt immer noch knapp mit 1:0. 1:0 ist ein knappes Ergebnis. Das heißt, es ist noch lange nichts gelaufen hier.
Ein Ausgleich kann sehr schnell fallen für Swansea City. Im Idealfall legen wir jetzt dann Anfang der zweiten Halbzeit 2:0 drauf. Das würde uns Sicherheit geben. Aber jetzt erstmal aufpassen. Nochmal Swansea City im Angriff in dieser ersten Halbzeit. Oh, und dann Schneiderlin bekommt er wieder einen kleinen Schlag ab auf Gesichtshöhe. Jetzt Montero. Montero kann hier nicht den Ball weiterleiten. Manchester United ist wieder dazwischen. Und vielleicht kriegen sie ja noch eine Chance. Da ist Isco. Aber Isco auch sofort angegangen vom Gegenspieler. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also Manchester United führt dank dem Neuzugang Isco mit 1:0 gegen Swansea City. Die Red Devil Fans, die dürfen feiern. Und hier sehen wir nochmal Isco. Ja, da freut er sich. Das erste Tor im Trikot von Manchester United hat er erzielt am heutigen Tage. Bis jetzt besteht auch dieses einzige Tor noch. Und ja, wir gehen jetzt in die Halbzeitpause rein. Mal schauen, ob wir was auswechseln. Wir müssen natürlich schauen, ob morgen Schneiderlin noch weiterspielen kann, weil, wie gesagt, er hat sich früh verletzt. Und ja, er ist immer noch angeschlagen. Das heißt, wir müssen ihn einfach raus tun. Wir müssen einfach raus tun, weil sonst verletzt er sich noch schlimmer. Und er wird eh wahrscheinlich schon ausfallen, aber so fällt er vielleicht nicht so lange aus. Gut, dann also erster Wechsel. Morgen Schneiderlin, er kann einfach nicht weitermachen. Er ist einfach... Ja, man geht auf Nummer sicher. Bastian Schweinsteiger kommt also jetzt neu ins Spiel rein. Und jetzt geht's also weiter. Die zweite Halbzeit ist damit eröffnet. Swansea City mit dem Anstoß. 1:0 steht es momentan für Manchester United. Und ja, es sind also noch 45 Minuten zu spielen. Spiel ist komplett offen. Und wir sind gespannt, ob hier Manchester United diese Führung über die Zeit bringt oder ob Swansea City tatsächlich da was rütteln kann. So, Ander Herrera mit dem Ball gewinnen. Juan Mata jetzt auf dem Flügel mit Platz. Juan Mata mit Platz. Sein Landsmann Isco läuft mit. Juan Mata. Mata mit der Hereingabe. Die war nicht gut. Nein. Da hätten sie was Besseres draus machen müssen. So, jetzt Chance für Swansea City. Vielleicht zum Konter. Da ist Paloschi. Doppelpass hier. Bekommt den Ball nochmal. Paloschi jetzt im 16er. Die Flanke ist gut. Die ist gut. Und jetzt haut er das Ding raus. Riesenchance. Und. Oh, Wahnsinn. Aber es geht weiter. Nochmal Swansea City im Angriff und dann kann der Ball endlich geklärt werden. Mein Gott, was war denn da los? Riesen Kuddelmuddel hinten bei Manchester United und das war mega Glück, dass daraus kein Gegentreffer resultiert ist. So, jetzt Wayne Rooney. Rooney schickt Isco. Isco mit dem Ball zu Rooney, aber der bekommt den Ball nicht da gut serviert. Und dann verspringt hier Herrera der Ball. Swansea City drückt also. Die zweite Halbzeit. Der Gastgeber will hier Punkte mitnehmen. Das merkt man. Manchester United führt trotzdem noch. So, Montero. Nächstes Laufduell gegen Matteo Darmian. Darmian kämpft hier um die Kugel. Darmian und Schweinsteiger jetzt beide. Mal holen sie den Ball. Und weiter geht's. Da ist Ander Herrera. Bringt den Ball zu Isco. Isco sucht außen Juan Mata, aber der hält sich ja schon mal ein bisschen zurück. Isco trotzdem noch einen Ball, weiter geht zu Schweinsteiger. Und dann gibt's Freistoß. Und dann war das Foul für gepfiffen. Und warum gibt es jetzt Gelb für Manolas? Manolas sieht hier Gelb. 58. Minute. Warum, weiß ich nicht genau. Das sehen wir jetzt dann. Ah, okay. Naja. Kann man geben. Muss man aber nicht. So, erster Wechsel bei den bei der Heimmannschaft. Montero geht. Rutledge kommt. Dann schauen wir mal, ob sich bei Swansea jetzt ein bisschen was ändert durch diesen Wechsel. Montero hat nicht schlecht gespielt, aber auch ein schweres Spiel gegen Matteo Darmian. Und hier sehen wir schon, beim nächsten Mal muss Swansea City nach Watford zum FC. Und ja, jetzt gibt es erstmal einen Doppelwechsel bei Manchester United nochmal. Ander Herrera, der kann nicht mehr und Juan Mata gehen raus. Antonia Valencia kommt und Fellaini kommt ebenfalls auf den Platz. Er hat ja beim letzten Mal gegen Newcastle das entscheidende 1:0 erzielt. Und jetzt ist hier noch eine halbe Stunde zu spielen. Manchester United kann nicht mehr wechseln. Und Swansea City kann noch zweimal wechseln. So, weiter geht's. Freistoß kurz ausgeführt. Da ist Valencia zum ersten Mal am Ball. Sieht Memphis Depay. Depay legt zurück zu Manolas. Manolas, schön gespielt. Schöner Spielzug. Da kommt Depay zwar zum Ball, aber das war abseits. Das war abzusehen, dass das abseits war. Schöner Spielzug zwar. Allerdings, hier sehen wir es nochmal ganz genau. Ja, wobei, so weit war es gar nicht. Wenn die Linien ganz genau passen würden, dann wäre es gar nicht so weit gewesen. Also, ja, mit ein bisschen Glück wären wir nicht im Ausseits gestanden. So, weiter geht's. Swansea City kommt über IF. Klar, 27 Minuten sind hier noch zu spielen. Das heißt, hier ist nur alles drin für beide Teams. Und jetzt kommt Cork.
Weiter geht's zu Taylor. Taylor, gut gestellt hier von Isco. Hilft auch hinten mit. Und jetzt Fellaini am Ball. Er sieht Matteo Darmian. Darmian zu Wayne Rooney. Rooney leitet direkt weiter. Da ist Bastian Schweinsteiger. So, Schweinsteiger muss den Ball eigentlich weiterleiten. Außen wäre Memphis Depay mit viel Platz gestaltet. Aber jetzt bekommt den Ball. Memphis Depay. Was macht er jetzt draus? Memphis Depay. Schneller Antritt. Bringt den Ball noch irgendwie durch. Da ist Wayne Rooney. Rooney. Und er sieht ihn mit dem Bastian Schweinsteiger. Aber der Verteidiger ist vor dem deutschen Nationalspieler am Ball. Schade. Gute Chance hier gerade noch so vereitelt. 22 Minuten sind noch zu spielen. Manchester United muss wieder zittern. Sie müssen wieder zittern. Swansea wird jetzt mit zunehmender Spieldauer den Druck erhöhen. Und dieser Ball geht ins Aus. Einwurf. Eckball gibt es sogar. Eckball gibt es für den Gastgeber. So, nächster Wechsel bei Swansea City. Sigurdsson kommt für Fair. Und jetzt also der Eckball für den Gastgeber. Kommt gut rein, aber da wird De Gea. De Gea will den Ball da nicht aufnehmen. Faustet ihn erstmal weg, geht auf Nummer sicher. Nochmal ein Eckball gibt es hinterher. So, wieder stehen sie in der Mitte bereit. Und jetzt die nächste Chance mit diesem Eckball. Kommt ähnlich rein wie gerade eben. Und dann ist Chris Smalling. Konterchance Manchester United. Chris Smalling. Smalling, das ist gelb. Das muss gelb sein. Wird von hinten von den Beinen geholt. Der Schiri kommt und zeigt Amad die gelbe Karte ab. Da gibt es nichts zu diskutieren. Konterchance vereitelt. Und dann auf so eine Aktion. Der Kapitän hält da erstmal seinen Landsmann, seinen Kollegen zurück. Rangel. Ja, voll rein. Da könnte man sogar nachdenken, hier vielleicht dunkelgelb zu geben. Zu Recht die gelbe Karte hier. Freistoß gibt es für Manchester United. So, 15 Minuten sind es noch. Manchester führt immer noch mit 1:0. Knappes Ergebnis. Mal schauen, ob sie das über die Zeit bringen. Jetzt auf jeden Fall Schweinsteiger. Weiter geht's zu Isco, dem sein Tor immer noch besteht. Der sieht Fellaini, Fellaini. Weiter geht's zu Memphis Depay. Manchester United und mit der Chance. Jetzt Depay, Depay, Depay. Und da will er selber irgendwie machen. Keine Ahnung, was man da machen wollte. Es ist nicht gelungen. Einwurf gibt's für Manchester United. So, da ist Memphis Depay zu Fellaini. Fellaini legt zurück zu Schweinsteiger. Nicht gelungen. Und jetzt muss Manolas ins Laufduell. Amad überholt ihn das. Chance für Swansea City nach heftigem Ballverlust von Manchester United. Fellaini, komm schon. Muss er die Grätsche auspacken. Trotzdem, Swansea City bleibt dran. Fellaini hat da zwei Leute abgeräumt. Flanke ist nicht gut. Und Schweini ist da. Schweini ist da. Haut den Ball raus. Wow. So, Konterchance auf einmal wieder für Manchester United. Valencia, frisch im Spiel. Kann natürlich nur über Strecken gehen und dann schwache. Was war denn das für ein Pass? Schwacher Pass von Valencia und es gibt natürlich Gelb für Fellaini, denke ich mal. Jawohl. Der hat das sich auch redlich verdient, da hat er zwei Gegenspieler von den Beinen geholt. Hier sehen wir es nochmal. Eins und hin kommt der zweite. Da kommt der zweite. Der Jung. Und jetzt Paloschi geht, Gomis kommt. Auch nochmal ein gefährlicher Stürmer. Und jetzt also die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Manchester United führt immer noch. Sie führen immer noch knapp mit 1:0. Aber natürlich, der Gegner wird jetzt den Druck enorm erhöhen, aber wobei Menu gerade alles gibt. So, jetzt Rangel. Ball geht nach vorne, wird wieder zurückgespielt. Fellaini ist dazwischen. Fellaini hat schon Geld, der muss aufpassen im Zweikampf, nicht, dass er nur vom Platz fliegt. Oh, da geht der Ball durch, da geht er in die Mitte! Und es ist der Ausgleich für Swansea City in der 89. Minute. Das darf alles nicht wahr sein. Und Swansea City dreht komplett durch. Das darf alles nicht wahr sein. Manchester United kassiert den ganz unglücklichen Ausgleich. Mann, oh Mann. Das darf nicht wahr sein. Gomis legt vor, da kommt der hohe Ball und dann ist er komplett frei. De Gea ist zwar noch dran, aber da ist einfach die Innenverteidigung zu weit weg. Da ist die Innenverteidigung zu weit weg und die Führung ist dahin. Manchester United schenkt einen Sieg her. Und das Stadion wird explodieren. Swansea City mit dem Ausgleich. Jordi Amat. Und jetzt muss... Ja, jetzt müssen die Red Devils Gas geben. Wenn die das hier noch gewinnen wollen, dann müssen sie jetzt richtig Gas geben. Sie haben die Spieler auf dem Platz. Valencia. Er ist noch frisch. Hat zwar bis jetzt noch nichts Gutes geleistet. Gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Das ist extrem viel Zeit. Aber diese Zeit wird auch irgendwann vorbei sein. So, Memphis Depay. Depay geht hier am ersten vorbei.
Manchester United muss jetzt nochmal. Da ist Wayne Rooney. Rooney! Rooney! Und den hält er sicher. Valencia wäre da zum Abstauber bereit gewesen. So, weiter Ball. Manchester United muss jetzt natürlich aufpassen, dass sie in keinen Konter reinlaufen. Nicht, dass Swansea das komplette Spiel dreht. Da ist Gummis. Verfolgt von Fellaini. Fellaini muss da hinterher und jetzt... Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, er schindet jetzt Zeit, aber zum Glück nicht. Abstoß gibt's für Manchester United. Wo ist eine Anspielstation? Komm, bietet jetzt mal ein bisschen besser an. Oi, das war ein ganz schwacher Abschlag von mir. Nochmal die Chance vielleicht für Swansea City nach meinem schlechten Abschlag. Oh, da kommt der Tor, da kommt der Tor! Und hier. Und das war's. Mann! Ich ärgere mich. Manchester United gegen Swansea City nur 1:1. Die Red Devils lassen hier wieder Punkte liegen. Das gibt es einfach nicht. Heute hätten sie wirklich mal einen Riesensprung nach vorne machen können mit einem Sieg. Aber durch dieses Unentschieden. Jordi Amat. Da freut er sich. Und Manchester United schaut wieder blöd aus der Röhre. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Das darf alles nicht wahr sein. Es gibt's einfach nicht. Das darf nicht sein. Mann... Shit. Ah, ärgerlich, echt ärgerlich. Das hätten wir heute gewinnen müssen. Das hätten wir echt gewinnen müssen. Was ist denn das so? Wir hatten echt gute Chancen zum Teil. Wir hätten da das zweite nachlegen müssen. Und hier sehen wir auch, Swansea war in der zweiten Halbzeit besser. Bester Spieler David De Gea. Ah, das ärgert mich. Liverpool gegen West Ham 1-1, Tottenham 0-0 gegen Everton. Ja, wenn die oben patzen, dann müssen wir doch rankommen. Aber wir schaffen es einfach nicht. Wir haben eine Nachricht, wir sehen, Spieler ist verletzt. Aber zum Glück fällt Morgan Schneiderlin nur für 5 Tage aus. Das geht noch. Gut, dann werfen wir ganz kurz einen Blick auf die Tabelle. Die wird auch nicht gerade rosig aussehen. Wo haben wir denn die Tabelle? Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Ja, da sehen wir es. Jeder hat den 4. Spieltag gespielt. Und wir sehen, wir sind immer noch ganz unten drin. Platz 12. Es ging einen Platz nach oben. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn wir gewonnen hätten, dann wären wir auf Platz 9 mindestens. Und dann wären wir zumindest mit dem 3. Punkt gleich gewesen. Das wäre ein Riesenschritt gewesen. Nein, wir müssen echt verlieren. Das ist bitter. Das ist mega bitter. Der FC Chelsea ist mittlerweile schon 7 Punkte vor uns, obwohl wir erst 4 Spiele gespielt haben, als ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß echt nicht, wie es machen soll. Es wird extrem schwer. Der FC Arsenal kackt auch unglaublich. Ihr habt 2 Punkte nach 4 Spielen. Den geht's auch nicht. Ja, den geht's sogar noch schlechter als uns. Naja, beim nächsten Mal gibt's einen Abschluss vom Transfer. Ihr habt gesehen, wir müssen da nur ein bisschen was verpflichten. Ich weiß noch nicht genau was. Wobei, ich weiß eigentlich schon genau was. Aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal zum Transfermarkt. Danach geht's gegen, ich glaube, gegen den FC Liverpool. Jawohl, dann gegen die FC Liverpool Topspiel. Und dann gehen eigentlich die Champions League ist alles. Und da sehen wir auch schon. Oh, wir müssen schon wieder gegen Swansea City im Kapitel 1 Cup. Oh je, das wird freudig werden. Gut, also ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.